Hi Leute, ich bin's wieder, euer Dominik, und ja, es gibt was Neues. Wie ihr seht, bin ich auch nicht alleine, und viele von euch werden jetzt schon an den Laptops, an den Handys die Augen aufreißen, denn viele von euch kennen diesen Mann. Es ist Dirk Lange. Dirk, servus. Und Dominik. Danke, dass ich hier in Graz sein darf. Wir befinden uns gerade im Kraftraum. Wir werden auch später noch sehr viel über das Thema Kraft im Schwimmsport sprechen. Und ja, der Dirk ist, wie viele von euch wissen, kein Unbekannter im Schwimmsport. Er ist einer der erfahrensten und auch erfolgreichsten Trainer, die wir in Deutschland, aber auch natürlich weltweit aktuell haben. Ja, er arbeitet seit langen Jahren im internationalen Austausch mit anderen Trainern, mit anderen Verbänden, hat natürlich ein brutales Erfahrungswissen über die Jahre angesammelt, und ja, wir haben ein kleines neues Projekt, das wir jetzt mit euch hier starten wollen, und zuallererst mal möchte ich aber ein bisschen mehr über Dirk erfahren und über seine Philosophie als Trainer. Dirk, was macht für dich denn ein Schwimmtrainer aus, oder worum geht es denn für dich im Schwimmen überhaupt? Also im Schwimmen geht es für mich darum, möglichst das Optimale für den Einzelnen rauszuholen. Das heißt, meine Philosophie baut eigentlich auf die Fähigkeiten jedes einzelnen Athleten. Und dann natürlich ist meine Überschrift immer so viel Schnelligkeit wie möglich, so viel Ausdauer wie nötig. Natürlich braucht jeder Sportler, jeder Schwimmer ein gewisses Maß an Ausdauer. 1500 Meter Schwimmer mehr wie 100 Meter Schwimmer. Aber letztendlich leben sie alle von ihrem Speed. Und dieser Speed letztendlich wird gemacht aus Technik, den technischen Fähigkeiten. Und für Technik umzusetzen, brauche ich viel Kraft. Also physische Fitness basiert auf einer hervorragenden Technik, um eine hohe Geschwindigkeit zu realisieren. Du hast dir ja jetzt über die Jahre dieses Wissen auch nicht komplett alleine irgendwie aus den Büchern gesaugt, sondern du bist im ständigen Austausch gewesen mit Verbänden, mit Trainern. Was für einen Stellenwert nimmt das bei dir ein, wie wichtig ist auch für den neuen Trainer am Bildschirm der Austausch mit anderen Trainern oder Verbänden? Ja, das ist ganz und gar nicht, dass ich nur alles im eigenen Kämmerlein gelernt habe, sondern ich bin sogar der Meinung, man kann eben nicht das ganze Wissen im Hochleistungssport nur aus Büchern haben. Ich bin sogar der Meinung, ich habe noch nie einen Trainingswissenschaftler, der ausschließlich theoretische Ansätze hatte, erfolgreich in der Praxis gesehen. Das heißt, wir brauchen ein großes Maß an Erfahrung, ein großes Maß an Austausch, und sowas auch bei mir. Ich komme mit einem Kind der Praxis. Ich habe nicht nur mit Sandra Völker angefangen über lange Jahre, sondern habe dann auch durch verschiedene Tätigkeiten in Kroatien, in Südafrika, in Mexiko oder jetzt in Österreich natürlich ein umfangreiches praktisches Wissen und bekommen, das ich auch immer wieder praktisch einsetzen kann. Und wie immer, es geht danach, den einzelnen Sportler individuell optimal weit zu führen. Was für den einen gut ist, muss nicht notwendigerweise für den anderen auch gut sein. Sondern was ich versuche den Sportler zu lesen, ich versuche den Sportler zu erkennen, wo sind seine Fähigkeiten. Und dann versuche ich das Positive, seine guten Eigenschaften weiter zu fördern und nicht seine schlechten Fähigkeiten, vielleicht Mangel im Ausdauerbereich oder darauf immer einzuschlagen. Das heißt, jeder wird so behandelt, wie er das eigentlich braucht. Und wir haben dann im Schwimmen, im normalen Training, teilweise 8 bis 10 verschiedene Programme zur gleichen Zeit laufen, weil natürlich 10 unterschiedliche Sportler 10 unterschiedliche Bedürfnisse haben. Du hast jetzt in deiner bisherigen Karriere ja Weltmeister, Olympiasieger, Weltrekordhalter, Europameister. Ich könnte jetzt noch weiter nach unten zählen, aber ich denke, die größten Erfolge stehen sowieso im Vordergrund. Du hast sehr viele Erfolge als Trainer gefeiert über die Jahre hinweg. Was sind denn jetzt, also wir haben ja, um jetzt auch dieses Projekt anzusprechen, schwimmtrainer.de, haben wir vor, mit euch zu Hause, mit euch als Trainern, eben verschiedene Seminare und Trainerfortbildungen anzugehen. Was sind deine Beweggründe jetzt, um dich eben mit uns zusammenzutun, um dich uns anzuschließen, um ja, den Trainern etwas mitzugeben? Ich glaube, um den Trainer dreht sich's. Der Trainer ist quasi die Keimzelle des Erfolges, weil der Sportler letztlich ein Spiegelbild dessen ist, was der Trainer ihm vorgibt. Das heißt also, wenn die Trainer nicht offen sind, wenn die Trainer festgefahren sind in ihren Strategien, in ihren Herangehensweisen, wird der Athlet auch irgendwo limitiert sein. Das heißt, meine Idee ist es eigentlich, meine Erfahrung, meine Erfolge auch und letztlich auch die negativen Erfahrungen
den Kollegen näher zu bringen, was wiederzugeben, unter anderem auch in Deutschland, was man eigentlich machen muss, um erfolgreich zu sein. Denn ein großes Problem ist es, wenn man immer nur innerhalb der Box ist, wird man auch irgendwie nur ein limitiertes Ergebnis haben. Dann muss man mal aus der Box herauskommen und sehen, wie machen es andere und wie sehe ich das als ganzheitliches Problem. Und das ist das, wenn mir das gelingt ein wenig, bin ich sehr froh und ich glaube, dann werden wir auch wieder in Deutschland mehr und gute Erfolge haben. Darauf freue auch ich mich persönlich schon auf neue Erfahrungen und Anreize. Und ich bin mir sicher, dass jetzt der eine oder andere schon zu Hause am Laptop oder am Computer die Ohren spitzt. Also seid gespannt, es werden noch einige Videos auf euch zukommen. Und natürlich könnt ihr diese Information, aber noch viel mehr Input für euren weiteren Werdegang als Trainer bei unseren Lehrgängen, Fortbildungen mitnehmen und sammeln. Und ja, das war's mal mit unserem ersten kleinen Video. Auch um nochmal das Thema schwimmtrainer.de aufzugreifen. Alles weitere werden wir euch in weiteren Videos nahebringen. Und ich bedanke mich jetzt schon mal, dass ich hier sein kann, von dir lernen kann. Und ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Danke, Dominik. Vielen Dank und Grüße gehen raus. Ciao.